Mit dem achten Spiel und das heißt Parkour. Jeder hat drei Versuche, die schnellste Zeit gewinnt. Los geht's! Jonas war um 3 Zehntel schneller als Flozi und verkürzt somit auf 5:3. Das 9. Spiel heißt Wettrennen. Ihr lauft mit dem Ball zwischen den Beinen gegeneinander im Modus Best of 5. Sollte euch der Ball auf der Strecke mal runterfallen, habt ihr den jeweiligen Durchgang verloren. Starten wir. Nein! Das Wettrennen geht an Flozi, es steht nun 6:3. Wir gehen nochmal in die Werbung. Bis gleich.
machst du da? Ach, ich schau gerade ein paar Wohnungen. Wollte umziehen. Okay, und wo schaust du da? Ja, mal hier, mal da. Einfach ein bisschen im Internet schauen. Hey, wir haben doch so einen Sponsor. Vom Volk. Echt? Ja, klar. Okay. Da will ich mal nachschauen. Okay, dann schaue ich mal, ja. Von Paul. Ja, schaut doch gar nicht schlecht aus. Schau da mal in Ruhe nach. Ja, dann werde ich mich da mal umhören, ja. Schauen wir mal. Leute! Wir machen weiter! Okay, komm, ja. Wir müssen runter. Auf geht's! Zurück und machen weiter mit dem 10. Spiel und das heißt Quiz. Ihr zwei steht hier auf dieser grünen Linie. Ich lese eine Frage vor. Dann habt ihr ein paar Sekunden Zeit zum Überlegen und sobald ihr die Hupe hört, lauft ihr los. Derjenige, der zuerst drüben ankommt, darf als erster antworten. Ist diese Frage richtig beantwortet, bekommt ihr einen Punkt. Antwortet ihr falsch, hat der Gegner die Möglichkeit zu antworten. Okay? Stand. Auf welcher kleinen Insel im New Yorker Hafen steht die Freiheitsstatue? Antwort bitte. Cody Island. Ist falsch. Die ist falsch. Sehr. Ist nicht Manhattan. Die richtige Antwort lautet Liberty Island. Wie heißt der griechische Gott der Unterwelt? Eine Antwort bitte. Hades. Das ist richtig. Yes! 1-0 für Flozi. Welcher James Bond Darsteller war der Vorgänger von Daniel Craig? Brosnan. Ja. 2-0. Welcher Schauspieler spielt den Agenten Ethan Hunt in den Mission Impossible Filmen? Robert Downey Jr. Tom Cruise. 3-0 für Flozi. Wie heißt die Hauptstadt Estlands? Tallinn. 4-0. Was war das Symbol des Kalten Kriegs? Kurz hier eine Antwort bitte. Symbol des Kalten Kriegs? Eiserne Vorhang? Falsch. Ich hätte jetzt das Wettrüsten gesagt. Falsch. Wieso? Die Berliner Mauer. Wie heißt das weltweit bekannteste Tennisturnier? Jonas? Wimbledon. Richtig. 4-1. Wie heißt die größte Insel am Mittelmeer? Sizilien. Richtig. 5-1. Was bedeutet FBI ausgesprochen? Federal Bureau of Investigation. 5-2, das stimmt. Welches Land durchquert man, wenn man von Österreich nach Rumänien fahren will? Jonas? Tschechien. Falsch, Luzi? Ungarn. Richtig, das war das 6-2. In welcher europäischen Stadt gibt es ein Disneyland? Flutzi? Paris. Ja. 7-2. Welcher Fluss fließt durch London? Flutzi, bitte eine Antwort. 3-2. Ja. 1. Seine, der fließt durch Paris, aber ich weiß es nicht. Die Themse. Ah ja, Themse. Wie nennt man die japanische Kunst,
des Papierfaltens. Origami. Richtig. Es war das 8-2. Wer komponierte die Oper Don Giovanni? Jonas? Bach. Nicht korrekt, Luzi. Don Giovanni. Luciano Pavarotti. Nein, auch falsch. Wolfgang Amadeus Mozart. Wie nennt man das Bindegewebe, das die Muskelfaser umhüllt? Ja? Faszien. Richtig. Das war das 9-2. In welchem Land wurde die Firma Lego gegründet? Flozi? Kann ich? Ja. Dänemark. Richtig. Das war das 10-2. Unser Quiz geht eindeutig an den Flozi. Der neue Spielstand lautet 7-3. Das 11. Spiel lautet Schieben. Ihr beide schiebt diese Matte über die Mittellinie. Jeder hat einen Versuch, der schnellere gewinnt. Zu unserer letzten Disziplin. Das 12. Spiel heißt Bälle stemmen. Ihr habt eure Arme zur Seite ausgestreckt und haltet die beiden Medizinbälle, solange es geht, hoch. Derjenige, der länger oben hält, gewinnt. Los geht's. Somit haben wir einen Endstand von 8-4 für Flozi. Bei uns wird nicht der Gewinner etwas bekommen, sondern der Verlierer hat die Ehre, etwas zu machen. Und dafür melden wir uns gleich von der Außenanlage. Seid gespannt. Wir sind wieder zurück hier auf unserem Hauptplatz. Flozi und ich sind gespannt auf den Jonas und den werden wir jetzt mal holen. Jonas, komm doch mal bitte! Du siehst fantastisch aus. Jonas hat ein wunderschönes Bananenkostüm an und eine Kuhglocke drum. Und so wird er jetzt eine
eine entspannte Runde um den Hauptplatz machen. Viel Spaß dabei. Hey, das ist so selten der. Stack Banana till the morning come. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Day, oh. Daylight come and me one go home. Day, is that day, is that day, is that day. Wo seid ihr versichert? Bei Allianz Arndt Kolberg. Bei AAC. Das warst du! Ja, was da war. Das war's! Jetzt kann man legen, das ist ein. Da über die orange Linie da drüber, dass wir lacht da. Schau dir mal, hallo, wir wollen anfangen. Ich schau dich nicht an, mach mal so. Ich hab ihn nur ich muss so lachen, da. Ja, ich hab. Flutzi, was machst du da? Ich kann bitte hier diesen Ball auf die gelbe Linie. Was für eine gelbe Linie! Wir sind wieder da. Was ist denn? Warte, wir müssen doch gerade umdrehen. Nein, wir sind wieder da. Jo, David, wir sind zurück aus der Werbung. Mein David, was denn? Ich hab doch nichts gemacht. Da war ne. Ja, aber der Jon. Das Ganze wird wohl knapp werden. So, jetzt wieder hoch. Ja. Nee, bleib unten. Ja, ich kann auch nichts dafür. Mann. Kuckuck! Oh, der hat doch mal richtig geile Sachen, gell? Was ist jetzt? Ich konnte dich nicht ernst nehmen. Hast recht. Wollen wir rüber zum Rewe gehen? Die haben auch immer richtig gute Sachen, oder? Da können wir uns was holen, ja, die haben richtig geile Sachen. Stimmt. Stimmt. Ja gut, schau uns, ich meine, kennst du den altbekannten Spruch, manchmal gewinnen die einen? Nein, den Spruch kenne ich noch nicht. Keine Sorge, Jungs, Take 80. Ja gut, schau uns, ich meine, du kennst den altbekannten Spruch, manchmal gewinnen die anderen? Ah, hier, Zirkel. Ja. Alter, das war schon wieder echt anstrengend. Und vielleicht erstmal hier stehen bleiben.
Jones, du musst dir keine Sorgen machen, ich bin versichert bei Allianz Arndt Golf. Also das nenne ich mal unprofessionell. Während wir drehen, klingelt sein Telefon. Und jetzt telefoniert er auch noch. Und das ist höchst unprofessionell. Sag mal, auf was wartest du eigentlich? So, ich zeige euch jetzt mal, an wen es liegt, ja? An dem da. So. Wir kommen zu unserer letzten Disziplin. Unser 12. Spiel heißt Bälle stellen. Alter Mann, du bist Bravo oder was? Das Spiel heißt. Das kann doch wohl nicht wahr sein.